diesem Video möchte ich dir dann zeigen, was ich für meine N-Modelleisenbahn diese Woche gemacht habe. Wir haben das Wochenupdate. Es geht wie gesagt um die N-Modelleisenbahn und den Bau für meine Steampunk-Anlage, das abnehmbare Modul, der Zeppelin-Landeplatz. Diese beiden Gebäude hier im Hintergrund, die habe ich aus dem 3D-Drucker. Was ich damit aber alles gemacht habe und wie ich das gemacht habe und was ich alles Schönes eingebaut habe, das möchte ich heute gerne zeigen. Viel Spaß! Damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter AK Uli. Und zwar zum Video Nummer 59. Ja, Nummer 59. Ich hatte es ja gepostet, wer es gelesen hat in den Community-Tab, dass ich einen Festplattencrash hatte letzte Woche. Konnte ich deswegen nämlich nicht senden. Ich hatte das Video schon komplett fertig. Und dann ist mir meine Festplatte kaputt gegangen. Und das ist ja nicht nur das Video, sondern auch die Festplatte, weil das der Rechner ist, den ich ja auch für meine Firma benutze. Mir ist die komplette Festplatte kaputt gegangen und ich habe natürlich keine Datensicherung gemacht, wie sich das so gehört, ne? Und habe jetzt die Festplatte an eine Firma eingeschickt, die mir die defekte Festplatte also wieder herstellen soll, die mir das alles retten soll. Aber jetzt habe ich seit über einer Woche noch nichts von denen gehört. Und naja, vielleicht klappt es ja auch gar nicht. Vielleicht habe ich ja einfach Pech und meine Daten sind zu 100% weg. Aber das soll uns ja jetzt hier nicht aufhalten, das soll uns nicht entmutigen. Ich habe das Video Nummer 59 jetzt hier rausgebracht. Und wenn wir die 59 jetzt hier uns schön angucken, dann können wir vielleicht die 58 auch verschmerzen. Die 58 handelte praktisch darum, wie ich das Häuschen, was wir jetzt hier gerade sehen, gebaut habe und was ich da alles gemacht habe. Naja, und wie ich auch das Modul angefangen habe zu bauen für den Zeppelin-Landeplatz. Aber vielleicht kommt es ja noch, vielleicht ist ja die Festplatte zu retten, dann würde ich es natürlich jederzeit nachreichen, das wäre natürlich nicht schlecht. Ja, was mache ich hier? Ich baue jetzt das Selbstdruckhäuschen aus dem 3D-Drucker. Das habe ich übrigens nicht gezeigt, wie ich es gedruckt habe. Da habe ich schon genug zugebracht, denke ich mal, wie man sowas macht und was ich da gemacht habe. Wenn es jemanden interessieren sollte, nochmal, dann ruhig ab in die Kommentare damit. Dann zeige ich das natürlich auch gerne. Aber ich denke, das habe ich jetzt zur Genüge gemacht. Deswegen werde ich nur noch Sachen immer zeigen, die ich noch nicht gemacht habe. Oder ich mache es aus Versehen mal, dann tut es mir leid. Aber ich versuche es immer so interessant wie möglich zu gestalten, dass das Ganze irgendwo passt. Ja, was mache ich? Ich baue gerade Türrahmen. Das Häuschen, dadurch, dass wir das 58-Video ja nicht hatten, ist im Grunde genommen so, dass das unten eine Art Putz ist. Und das... Da habe ich die Tür mit überspachtelt, da war der Druck mal nicht ganz sauber geworden, dann habe ich das einfach kurzerhand verputzt und damit sah das dann wieder ordentlich aus. Und jetzt klebe ich praktisch Türrahmen dran aus kleinen Hölzchen, die ich so da hatte. Das sind so eine Art Eisstiele, die ich da zerschnitze und so ein bisschen versuche auch so ein bisschen krumm und gräbelig zu schneiden. Wie gesagt, weit, weit weg von Perfektion möchte ich das gerne haben und dann wird das jetzt hier Holzfarben angemalt. Ich habe das in mehreren Holzfarben. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier hatte. Wenn, dann blende ich sowieso meistens immer ein. Ihr wisst das. Wenn ich es hier nicht gemacht habe, dann tut es mir leid. Dann war das im letzten Video vielleicht zu sehen. Aber ist ja egal. Eine braune Farbe, da brauche ich wahrscheinlich nicht viel dazu zu sagen. Und ich dachte mir einfach ein bisschen noch, ja, ein dreidimensionaler Effekt mehr an dem Häuschen drinne, dass das nicht ganz so, weil die Fensterläden habe ich nur aufgemalt. Die wollte ich gar nicht umkleben. Das hätte vielleicht gar nicht ausgesehen. Und das, ja, ist halt nicht schön. Jetzt baue ich die LED-Beleuchtung in das Häuschen ein. Das ist kein Hexenwerk. Das habt ihr alle, wenn ihr Modellbau macht oder wie auch immer, selber schon 100-mal gemacht. Ich zeige es in relativ kurzen, groben Abschnitten jetzt hier. Vorhin hatte ich ja die Fensterscheiben reingeklebt. Da haben wir ja gesehen, dass ich das mit so einer Art Blister-Verpackungsmaterial da gemacht habe, wo man dann sozusagen
das Bus ausgeschnitten hat, da kauft man ja kein Plastik oder sowas, das macht man ja alles irgendwie aus Zeugs, was man da hat. Und im nächsten Video werde ich nochmal näher auf die Kosten eingehen, aber das machen wir mal separat, wie gesagt, im nächsten Video. Da möchte ich ein bisschen was dazu sagen, was ich so vorhabe und wie ich es vorhabe. Und komm, da hör mal auf, das mache ich nächste Woche, das bringt nicht viel. Das Video ist übrigens auch schon fertig, da ich halt ein bisschen Zeit hatte ohne Festplatte, konnte ich ja auch nicht viel arbeiten. Ja, mein berühmtes Prüfkästchen hier oben links, das ist ja schon die Version 2.0. Jetzt gelbe Farbe, ist klar, Medium-Gelb, irgend so Mittelgelb, keine Ahnung. Das habe ich aber nur dafür benutzt, um die LEDs anzupinseln. Das heißt, mir war das Licht irgendwo zu kalt. Ja, das war mir irgendwie, nee, das hat mir nicht gefallen. Genauso wie jetzt, wenn ich hier reingucke, das sieht unpersönlich aus. Das war einfach nur ein Licht, was drin ist, was rausscheint. Ich meine, zum Glück leuchtet das nicht durch. Ich bin ganz ehrlich, vielleicht hat es einer von euch. Ich mag das nicht, wenn Licht aus dem Haus rausscheint, aus dem Gebäude rausscheint, durch die Wände durch. Das gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Und wie gesagt, hier auch, sehen wir gerade, wenn ich in den Häuschen reingucke, dann möchte ich da was drin sehen. Auch wenn das in meinem Fall, ihr wisst es vielleicht, sehr, sehr weit im Hintergrund ist und man da gar nicht reingucken kann bei mir. Also man müsste sich vorlehnen, um da reingucken zu können. Aber das ist mir egal. Ich möchte, dass es vernünftig aussieht. Und ich möchte, dass es vernünftig aussieht. Jetzt habe ich im Grunde genommen, das haben wir jetzt nicht gesehen, über die LEDs kam jetzt nochmal ein Papierstreifen drüber, der das Licht bricht. Das reimt sich. Ja, dass das eben diffuser, also wärmer wirkt. Hier außen ein bisschen Dreck rangeschmiert, nicht allzu viel. Das Häuschen soll also nicht wie am Bahnhof unten alles so versifft sein. Das muss natürlich benutzt aussehen. Ich möchte hier keine nagelneuen Häuser stehen haben. Das muss schon alles ein bisschen dreckig sein, aber halt nicht so dreckig, dass man sagt, mein Gott, was ist da passiert? Das möchte ich also mehr so auf diese Metallteile bringen, wo man sagt, das steht da schon 30 Jahre, das ist verrostet und wie auch immer. Ich habe es hier einfach nur ein bisschen, wetterbedingt verschmutzt. Da habe ich jetzt drei Washes für genommen, einmal in schwarz, dann in braun und dann in khaki-grün, ein wunderschönes Grün, ja, khaki-grün. Und da habe ich jetzt hier am Dach so ein bisschen was runterlaufen lassen und am Schornstein, als wenn das da eben alles so benutzt ist, aber wie gesagt, nicht allzu alt. Das Dach ist übrigens kupferfarben. Wer das nicht sehen kann jetzt hier auf den Videoaufnahmen, das ist wirklich eine reine Kupferfarbe. Im Video 58 war es zu sehen. Eine Kupferfarbe, die auch entsprechend, ja, hier in echt halt kupferfarben aussieht. Auf dem Video kommt das immer nicht so rüber. Das hat man ja schon mal, das Thema. Jetzt schwenken wir mal rüber zum Teil 2, der Landeturm, der Zeppelin-Landeturm. Den habe ich jetzt hier, das soll, also vielleicht mal da zur Geschichte, das ist ein Holzgerüst, zumindest soll es eins sein, es ist ja ein 3D-Druck, ist ja Plastik, aber ich habe das so gemacht, also 4 Holzstämme, die zusammengehalten werden von Seilen, das was wir eben so kurz gesehen haben. Und da kommen wir aber gleich nochmal zu, warum ich das gemacht habe. Jetzt klebe ich erstmal die Kupferlackdrähte ein. Die mache ich so, die eine Ecke, die am weitesten nach vorne zeigt, die bekommt diese Drähtchen reingeklebt. Und ja, das habe ich jetzt hier gemacht. Die möchte ich also natürlich nicht sehen später. Und die sind auch unsichtbar zum Schluss. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Deswegen vorne auf die Ecke raufgeklebt. Ich habe es erstmal nur als Grundversorgung gemacht. Und jetzt erstmal das Gestell auf diesen runden, Korb ist es ja nicht, auf die runde Plattform. Die ist irgendwie auch, habe ich mich sehr gefreut, dass der 3D-Drucker das so schön rund hinbekommen hat. Also er bekommt runde Sachen hin, aber dass es auch gut aussieht noch dazu. Das ist jetzt, was ich hier unten in der Hand halte, ist die Turmspitze, habe ich es genannt. Also die Turmspitze, wo oben ein rotes Blinklicht reinkommt. Ja, das ist ja hoch, das steht ja noch auf dem Berg da hinten drauf und so weiter und so fort. Und damit nicht irgendein Zeppelin dann nach gegenkracht, habe ich da jetzt also eine rote Blinklampe oben drauf gemacht. Um das Ganze ein bisschen abzurunden, kommt hier an die Seite noch einer meiner Z-Lämpchen, die ich da sozusagen da dran gemacht habe, so dass das entsprechend eine Beleuchtung oben drauf kommt. Das soll die Leiter mit beleuchten, das soll die Plattform mit beleuchten. Und hier habe ich es halt dann noch rot und weiß rangemalt. Die Lampe jetzt hier, wir haben es gerade gesehen, in Bronze noch da oben. Auch das sieht man überhaupt nicht, muss ich echt sagen. Das ist wirklich also sehr, sehr weit im Hintergrund.
Aber ich weiß, dass es so ist. Ich weiß, dass die Lampen in Bronze bemalt sind. Und wo ich immer dabei war, habe ich ja auch geschrieben, habe ich gleich mal 4 Laternchen dazu gemacht, die oben auch aufgestellt werden. Und ich finde, das macht sich sehr nett. Wenn man die sich im Nahen anguckt, ja gut, darf man bei Spur N und Z nicht ganz so hingucken. Das sind nämlich auch Spur-Z-Lampen. Vom Nahen wirken die natürlich alle ein bisschen matschig. Aber wie gesagt, die sind ja so klein. Das ist ja, wenn man die auf der Anlage stehen sieht, sehen die top aus. Aber wenn man jetzt so weit reinzoomt, wie ich das auch mache, da sehen die natürlich mal so ein bisschen unsauber aus. Aber das liegt einfach an der Produktionsgröße. Vielleicht geht es auch besser, aber mir reicht das so völlig aus. So, jetzt wieder zum Gestell. Ich habe es gerade geschrieben. Jetzt habe ich hier noch mit Mahagoni-Farben das Ganze so ein bisschen nochmal übermalt, sodass ich da 2 verschiedene Holzfarben übereinander habe, dass das Ganze ein bisschen benutzt aussieht. Und auch den Draht habe ich damit gleich ein bisschen noch übermalt. Jetzt habe ich hier Anthrazit. Und zwar kommt jetzt in den Turm ein Metallgestell rein. Mein Gedanke dahinter war, dass der Turm ursprünglich vielleicht mal einen anderen Zweck hatte oder dass er vielleicht nicht mehr stabil genug war, so dass in den Turm ein Metallgestell reingebaut worden ist. Das ist auch schon 20 Jahre her. Also ein bisschen Rost noch drauf gepappt, nicht zu viel, nur ein bisschen. Und das Ganze habe ich vorher mit einem mit Mattlack übermalt, so dass das nicht so krümelig wirkt, dass das wirklich ein bisschen feiner ist, dass das wirklich nur wie so eine Art, ja, Farbe, die da drauf ist. Ja, also nicht, dass man die Partikel so sieht. Das kann man bei H0 machen oder bei noch größeren Spuren, dass man da wirklich die Rostpartikel sieht, aber in diesem winzig kleinen Format, das sieht nicht. Und deswegen habe ich das einfach entsprechend jetzt hier nur so ein bisschen grob drauf oder fein drauf gemacht durch den Lack. Habe ich bei den letzten Sachen auch schon immer gemacht. Bin ich, glaube ich, gar nicht drauf eingegangen. Ist ja auch egal. Jetzt setze ich hier den ersten von diesen Metall-Einbauten mit rein. Ich finde, das gibt den Ganzen noch persönlich dass das Ganze dem Ganzen noch ein bisschen Tiefe verleiht. Was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ich habe jetzt hier völlig Quatsch geredet gerade. Und dass das irgendwo noch interessant wirkt, jetzt sehen wir es schon hier oben, wo da mehrere Gitter drin sind, hat der Turm irgendwas. Also mir gefällt er wirklich gut, das sieht auch sehr, sehr stabil dadurch aus. Jetzt kommt die Beleuchtung oben dran, die habe ich jetzt hier mit SMD-Widerständen, ich habe es hier unten auch hingeschrieben, noch fummeliger, ja, jetzt wird wieder mal extrem klein. Die SMD-Widerstände sind ja wieder mal so klein, aber ich möchte sie ja eben nicht sehen. Ich hatte es ja früher bei den Gitterbrücken gemacht mit den normalen Widerständen. Wenn man genau hinguckt und man weiß, wo man hingucken muss, dann sieht man die. Hier sieht man gar nichts mehr. Ich habe nämlich auch gleichzeitig noch so einen Untersatz gebaut oder gedruckt für diesen kleine Turmspitze hier, so dass die auf einer kleinen Erhöhung steht. Das werden wir gleich sehen. Da kommt das Ganze noch mit rein. Ich hätte auch unterhalb der Plattform die Widerstände setzen können, wäre auch okay gewesen. Aber da hätte ich sie ja vielleicht gesehen. Das wollte ich eben nicht. Da sehen wir den kleinen Ring. Der sieht auch ein bisschen innen unsauber aus, aber das ist egal. Der kommt ja oben zugeklebt und habe ich auch schon außen bemalt. Aber das ist, wie gesagt, alles so klein, das sieht man auf der Anlage überhaupt nicht. Und das, wenn man es bemalt, sieht sowieso nett aus. Jetzt teste ich noch durch, wie es funktioniert. Das sind diese kleinen Kupferlack. Drähtchen, die ich hier verwende. Und hier sehen wir es, hier kann ich natürlich an den linken Kastenanschluss da oben rangehen, also ohne Widerstand dazwischen, weil ich ja die Widerstände unten reingelötet habe. Und haben wir gerade gesehen, funktioniert. Das heißt, die Blink-LED oben blinkt, die wir jetzt hier gerade sehen. Das ist ja das Video vom Anfang. Und damit ist die Sache erledigt. Wir haben es fertig, es sieht erstmal nett aus und im nächsten Video geht es um das reine Diorama. Das heißt, da geht es um den Untergrund, wie wir gerade sehen. Das heißt, da kommen Steinchen und aber ich will nicht allzu viel verraten. Auf jeden Fall danke ich dir, dass du dabei gewesen bist. Hast du mich noch nicht abonniert, würde ich mich freuen, wenn du das machst. Ansonsten Daumen hoch oder was auch immer du gerne machen möchtest. Und einen Kommentar. Gib mir einfach einen Kommentar. Ich freue mich immer drüber und ich antworte auf alle. Ich danke dir erstmal recht schön. Mach's schön gut, dein Uli aka Aquapainter. Tschüss.